Jo Leute, ich bin Seraphis und am heutigen Tag zocken wir das Horrorgame The Stalked. Also wie der Name schon sagt, handelt es sich wahrscheinlich um einen Stalker, der uns stalkt. Und es ist auf jeden Fall ein Horrorgame, was auch nicht so alt ist. Also es ist circa von einem Jahr oder so rausgekommen, wenn ich mich nicht irre. Ich habe mal recherchiert, so ein bisschen geguckt und dann habe ich dieses Game entdeckt. Das ist auch sehr gut bewertet. Also ich bin echt gespannt auf dieses Horrorgame und ich hoffe, es haut mich nicht aus dem Leben. Also ich hoffe, ich überlebe das hier. Also es ist wie gesagt sehr, sehr gut bewertet und ich bin wirklich gespannt auf die Story. Ich habe Bock auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr mehr von The Stalked sehen wollt oder von Horror Games, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert diesen Kanal, um keine Serie zu verpassen, Leute. Ich bin echt gespannt, ne? Der Haken daran ist aber, das Game ist leider auf Englisch, also auf Deutsch ist es nicht verfügbar. Ich versuche mein Bestes, um so viel wie möglich zu übersetzen oder das, was ich kann, weil mein Englisch ist jetzt auch nicht perfekt. Okay, ich würde sagen, alles ist eigentlich gesagt. Wir sehen uns in-game. Wir sind auf jeden Fall in einer Bude. Ich denke mal, es ist unsere Wohnung oder unser Haus. Okay, wir können mit Linksklick die Tür hier öffnen. So, sieht aber gemütlich aus, ne? Mit einem schönen Balkon. Was haben wir hier? Können wir sprinten? Ja, wir können sprinten. Springen können wir nicht. Können wir kämpfen? Ne. Ich habe irgendwas gehört. Okay, ich möchte mir was zu essen machen. Ich habe Hunger. Okay. Okay, unsere Tür ist nämlich mal an hier, ne? Weil wir kamen daher. Hier, oder? Wer ist da? Hey, Honey. Kann ich reinkommen? Oh, Liam, es ist vorbei. Du kannst nicht reinkommen. Und er sagt, komm schon, ich lieb dich und du kannst mich nicht so verlassen oder so. Es ist over, Liam. Geh nach Hause. Oh Gott, Alter. Der klopft voll. Digga, was will der? Ist das der Stalker? Scheinbar unser Ex oder so. Nein, ich werde die Tür nicht öffnen. Ich lieb dich nicht mehr. Kommt der jetzt rein? Wo ist die Tür überhaupt? Okay. Ah, okay, der ist scheinbar gegangen und das Essen ist ready. Ich mach mal lieber zu hier. Okay. Zack, zack. Jetzt essen wir was. Crazy, wir haben direkt hier gegessen, okay. Jetzt brauche ich ein Bad. Okay, wo ist das Badezimmer? Das Badezimmer. Hier? Okay, dann machen wir uns erstmal ein Bad. Ich mache hier mal lieber zu, oder? So. Yo! Der hat die Glasscheibe eingeschlagen oder so. Oh no. Oh no. Ich habe Angst. Oh Gott. Nein. Gib mir noch eine Chance, bitte. Ich werde alles tun, was du willst. Nur eine Chance. Er will noch eine Chance. Ich muss es hier verlassen. Ich muss hier weg. Aber wo lang? Oh Gott, nein. Ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn. Ich höre ihn. Ey, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Wer bist du? Ach du Scheiße, Digga. Das ist richtig creepy. Ich wurde geschnappt, aber man kann sterben in den Game, Leute. Okay, wo hätte ich hinfliehen sollen? Kam er da aus dem Fenster? Ich versuch's nochmal. Okay, wir sind wieder gespawnt. Kann ich hier rumfliehen? Ah, da lang, oder? Oder hier? Ist er nicht mehr da? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, hier raus, hier raus, hier raus, hier raus. Okay, wir rennen, wir rennen, wir rennen. Hier ist eine Sackgasse. Yo! Digga, wie schnell ist der? Ey, ich hab so einen Jumpscare kassiert, Mann. Vielleicht andere Richtung. Digga. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Links? Links? Nee, auch nicht. Digga, der kommt hier einfach durch. Der geht einfach durchs Glas. Was ist hiermit? Ja, ich spring doch keinen Balkon runter. Ja, dann gehe ich nach rechts irgendwo. So, hier lang. Raus. Ja, das geht, perfekt. Wir sind auf jeden Fall im Auto. Können wir fahren? Was mache ich hier? Ach, hier. Okay, wir haben unser Handy. Wir rufen jemanden an. Unseren Opa. Interessant. Hallo Opa, ich brauche deine Hilfe. Hey Kate, was ist passiert? Liam ist bei mir eingebrochen. Ich bin geflohen, ich bin jetzt in meinem Auto.
Das ist verrückt. Bist du okay? Nein. Ich muss hier weg. Aber er wird mich finden. Ich gebe dir einen Ort, wo du dich verstecken kannst. Okay. Du kannst so lange leben, wie du willst. Er ist eh weg für eine Woche wegen Business Trip oder so. Okay, das ist gut. Kann ich da jetzt hin? Ja. Ich sende dir die Adresse. Der Schlüssel ist in a Flower Pot. Ja, ich denke mal, das ist irgend so eine Vase oder so. Das Wort kenne ich jetzt nicht auf Deutsch. Okay, danke Opa. Du bist der Beste. Kein Problem. Ich hoffe, alles wird gut und ruf mich später wieder an. Perfekt. Dann fahren wir erstmal zu einem anderen Ort. Wow! Digga! Das ist der Typ, oder? Kann ich hier weg? Ja, scheinbar schon. Aber ich kann nichts machen. Digga, was ein Jumpscare. Ey, das Game ist crazy. Okay, wir fahren erstmal weg. Steuern kann ich nicht. Aber wir sind jetzt mal weg. Das war knapp. Danke Gott. Liam wird mich versuchen wiederzufinden. Ich bin gebrochen von einer toxischen Beziehung oder so. Kann sein. Würde Sinn machen. Okay, wir sind auf jeden Fall im Wald. Warum im Wald, Digga? Safe, wir sind ganz abgegrenzt. Ey, jetzt fängt der Horror erst an. Das ist echt hart. Vor allem ist es dunkel. Boah, gleich kommt safe wieder so ein Jumpscare. Digga, der verfolgt uns. Ey, kann der uns nicht einfach in Ruhe lassen? Okay, aber hier ist scheinbar die Bude. Ach, Digga, der weiß doch schon, wo wir sind. Warum kommen wir dann hier hin? Aber vielleicht war der das ja nicht. Okay, wir sind auf jeden Fall da. Ist aber auch eine große Bude, ne? Okay, mit F können wir unsere Taschenlampe aktivieren. Nee, ey. Ich hab doch jetzt schon keinen Bock mehr. Okay, wo war der Schlüssel? Komm ich hier rein? Nee. Okay, der Schlüssel ist. Ach hier, ja, genau, das meinte ich mit Vase. Let's go. Okay, da bin ich. Erstmal Licht an. Ja. Genau, Licht anmachen. Zack. Perfekt. Okay, mit F können wir auch Licht wieder ausmachen. Also unsere Taschenlampe. Gibt's hier noch einen Lichtschalter? Finde das Schlafzimmer. Das ist das Badezimmer. Erstmal müssen wir uns auch einen Überblick verschaffen, meiner Meinung nach. Weil ich will wissen, wohin ich fliehen kann, wenn der Typ wiederkommt. Okay. Hier ist ein Sofa, ein abgedecktes Sofa. Ja. Nichts Spektakuläres. Aber eine schöne Bude, ne? Aber hat schon ein bisschen Grusel-Vibes, muss ich schon sagen. Wie gesagt, lasst ein Like da, wenn ihr mehr von dem Game sehen wollt und wenn ihr auch generell mehr Horror-Games sehen wollt. Okay, dann gehen wir mal nach oben. So. Okay, hier machen wir auch mal Licht an. Zack. Okay. Nichts zu finden. Ah, hier vielleicht. Sieht gut aus. Ja, hier ist das Schlafzimmer. Ich mache erstmal zu. Und jetzt schlafen? Ja, jetzt schlafen wir eine Runde. Ganz bequem. Okay, es ist endlich hell. 3:55 Uhr. Ich denke mal nachmittags. Warum habe ich so lange geschlafen? Okay, ist irgendwas passiert? Boah, jetzt sieht's clean aus. Ist Opa wieder da? Hören wir etwa was? Check die Tür. Oben rechts stehen übrigens die Aufgaben, falls ihr das wissen wollt. Okay, wir checken die Tür. Nee. Niemand hier. Check the door steht da immer noch. Muss ich da jetzt rumlaufen oder was? Welche Tür soll ich denn checken? Ja, dann muss ich scheinbar nochmal raus. Ach, mit Rechtsklick kann ich abschließen, oder? Ja! Digga, das muss ich mir merken. Wir laufen mal ums Haus eine Runde.
Haben wir einen Zweiteingang? Oh, was ist denn hier? Was ist denn hier? Ein offener Keller? Nein, Digga. Das muss doch ein Witz sein. Och Gott. Was haben wir hier? Okay, ein Kamin oder so. Zum Heizen. Ich denke, es ist besser, dass ich den Stromkasten anlasse. Wir haben einen Stromkasten. Das heißt, ey, ich sag's euch jetzt, irgendwann wird der Strom ausgemacht. Hier ist eine Taschenlampe. Irgendwann wird der Strom ausgemacht, ich sag's euch. Dann muss ich hier runter. Und dann kommt der krasseste Jumpscare. Schließen können wir das auch nicht. Ach, hier, Digga, wie doof kann man sein? Hier liegt ein Brief. An den neuen Bewohner hier. Ich bin der vorherige Besitzer von diesem Ort. Und du bist die Person, die ich hier gesehen habe. Ich hoffe, du bist nur für eine Weile hier. Ich bin mir sicher, wir werden eine Menge Spaß haben. Wir sehen uns. Digga, was ist das? Mich sehen? Das ist voll strange. Ich sollte zum Supermarkt gehen, bevor es dunkel wird. Okay. Dann gehen wir erstmal eine Runde einkaufen. Aber was war das für ein Brief, bitte? Okay, wir sind auf jeden Fall da. Boah, endlich gibt's mal hoffentlich keine gruseligen Vibes. Oh Gott, was ist das? Da liegt Papier oder so. Digga, wir werden komplett verfolgt. Ich glaube, jeder ist hinter uns her. Irgendein Bild. Ashley vermisst seit dem 15.08.2013. Bitte hilft uns, Ashley nach Hause zu bringen. Wenn du Informationen hast, dann melde dich bei der Polizei. Okay. Okay, mit Tab können wir unsere Shoppingliste öffnen, also unsere Einkaufsliste. Und wir müssen jetzt diese Sachen hier kaufen, während hier so ein Typ chillt. Und da ist noch ein Typ, der uns zuwinkt. Okay. Wir brauchen einmal Snacks, Soda, Canned Food, Milch, Wein und Cereal. Okay. Hier haben wir eins. Gut. Hier haben wir noch eins. Wir arbeiten das hier alles gut ab. Bam. Bam. Zwei Sachen noch. Hier und da. Okay, die Liste haben wir. Dann würde ich sagen, gehen wir ab zur Kasse, ne? Hallo, ist das alles? Ja. Alright. Das kostet 22,50 € bzw. Dollar. Danke für den Einkauf. Seit wann bist du hier? Ich bin mir nicht sicher, aber nicht so lang. Alles klar, hab einen guten Tag und hier bist du willkommen. Danke, Ihnen auch. Okay, der war nett, also der war jetzt nicht creepy, muss ich sagen. Alles clean. Dann gehen wir mal raus. Hier sind voll die Autos, oder? Oder standen die hier schon? Ich weiß es nicht. What? Ey, was? Digga, ich hab mich so erschrocken. Ey, das Game ist so krank. Ey. Was zock ich hier überhaupt? Was treibt eine so junge Frau wie du hier alleine? Digga, der hat mich so erschrocken. Was willst du von mir? Er hat einige Wünsche oder so? Es ist aber besser, dass sie unausgesprochen bleiben. Digga, wie krank ist der? Digga, was? Was ist das für ein Ort? Sei vorsichtig und sorg dafür, dass ich dich nicht mehr allein hier sehe. Digga, was ist das für einer? Vor allem, wie er auch rausgesprintet ist. Okay, es ist wieder dunkel. Ich habe irgendwas in meiner. Ah, okay. War die schon offen oder haben wir die geöffnet? Ich hoffe mal, wir waren's. Aber gut, Leute. Damit würde ich sagen, das war's mit der ersten Runde von Distalked. Wir haben auf jeden Fall hier uns erstmal eingelegt, wurden von einem kranken Stalker auf jeden Fall verfolgt, haben uns hier niedergelassen, waren jetzt auch einkaufen und uns hat irgend so ein Typ voll angecreept. Der ist so richtig aus seiner Karre gesprintet, Alter. Ich habe einige Jumpscares kassiert auf jeden Fall. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr mehr sehen wollt. Es ist auf jeden Fall sehr catchy, das Game. Also der erste Eindruck ist auf jeden Fall krass. Abonniert diesen Kanal, um kein neues Video zu verpassen und vor allem, um kein neues Horror-Game-Video zu verpassen. Checkt meinen Zweitkanal ab, Link in der Beschreibung. Folgt mir auf Insta. Alles ist in der Beschreibung verlinkt, Leute. Habt noch einen schönen Tag und ciao.